Ich hatte ja zum Eingang unserer Masterclasses Picasso zitiert, der gesagt hat, Computer sind absolut nutzlos, sie können nur Antworten geben. Und unser Leitthema heute im weitesten Sinne ist ja Digitalisierung im Einkauf. Und manchmal habe ich tatsächlich auch die Frage oder den Eindruck, dass das Thema sehr toolbasiert angegangen wird und gar nicht die richtigen Fragen erstmal gestellt werden. Nämlich, wo soll sich zum Beispiel unsere Einkaufsabteilung hinentwickeln? Und dabei hilft uns jetzt vielleicht Dr. Bennett, ja, einmal die richtigen Fragen zu stellen. Ich bin sehr gespannt auf seinen Vortrag, denn er wird erläutern, wie Entscheider eine intelligente Strategie für die Transformation des Einkaufs entwickeln können. Also durchaus weitergehend und darüber hinausgehend, was denn das richtige Tool für den Einkauf ist. Dr. Bennett ist Geschäftsführer im Münchner Büro von Inverto. Ich denke, diese Beratung ist bekannt, eine auf Einkauf und SCM spezialisierte Beratungstochter von der BCG. Und er verfügt natürlich über sehr langjährige Beratungs-, aber auch praktische Einkaufserfahrung. Und wir freuen uns jetzt sehr auf den Vortrag von Dr. Bennett. Sie haben das Wort. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einführung. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute einen Überblick geben zu können über Feedback, das wir von Kunden, von Einkaufsmanagern erhalten haben, über Befragungen, was ist ihnen wichtig, was sind Erfolgsfaktoren. Die Zeiten sind natürlich auch sehr dynamisch, was wir hier an dem Setting natürlich auch feststellen, und Dinge, die vielleicht am Anfang des Jahres eine Rolle gespielt haben, die sind komplett durcheinander geworfen worden. Das erleben Sie in Ihrer täglichen Arbeit sowieso. Vielleicht nur ganz kurz was zu unserem Hintergrund, damit Sie einschätzen können, wovon sprechen wir. Als Inverto sind wir seit 20 Jahren im Bereich Einkauf und Supply Chain Management unterwegs. Wir haben mittlerweile 260 Kollegen an 8 Standorten in Europa und China. Es ist gesagt worden, wir gehören zu BCG und konzentrieren uns eben neben der Digitalisierung auch sehr stark auf das Doing, das heißt auf die Realisierung von Ergebnissen und die Unterstützung der Einkaufsleiter in den Transformationsthemen. Worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, ist zum einen eine Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir Einkaufsmanager gefragt haben, international, was sind denn die Erfolgsfaktoren der Einkaufstransformation? Was ist das, was zum Erfolg führt? Was sind die wichtigsten Themen? Da war Digitalisierung auf Nummer 1 Anfang des Jahres, Analytics. Dann andere Themen, wo man gesagt hat, wir müssen auch den Einkauf fit machen. Kulturwandel war so ein Thema. Dann gab es natürlich Covid. Insofern würde ich darauf dann gleich nochmal eingehen, wo wir auch wieder in der Diskussion mit Kunden herausgeschält haben, was sind eigentlich die Dinge, die man kurzfristig tun musste, was sind Dinge, die man jetzt langfristig tun sollte, um sich auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Und am Ende bleibt natürlich die Frage, wie geht es weiter und was braucht man eigentlich? Was macht den Einkauf erfolgreich? Und dazu würde ich dann auch kurz was sagen. Wenn wir mal anfangen mit dem Bild, wie stellte sich das Anfang des Jahres dar, als die Welt noch in Ordnung war? Da haben wir unter anderem die Frage gestellt, was sind denn die wichtigsten Trends, die den Einkauf beeinflussen? Da haben wir, wie gesagt, das Feedback von 185 Entscheidern bekommen. Und da war das Thema digitale Transformation wenig überraschend auf Platz 1. Dann gab es einen Punkt, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, also das Thema Collaboration. Das Thema agile Einkaufsorganisation, also schnelle, reaktionsfähige Teams aufzubauen. Supply Chain Innovation, CSR, Risikomanagement erst im Mittelfeld. Das hat sich sicherlich jetzt sehr direkt geändert, dieses Bild. Aber interessant ist schon, dass es auch damals eine Mischung gab aus Technikthemen, Themen, die sich auf das Thema, wie arbeitet man zusammen, bezogen haben, und Themen, die sich auf die Frage bezogen, wie arbeite ich mit Lieferanten zusammen. Insofern, das sind in gewisser Weise sicher die Evergreens, aber Digitalisierung ist eben trotzdem für viele auch ein Thema von mehreren. Die zweite Frage, die wir dann gestellt haben, okay, das sind die Herausforderungen. Wie kann man die angehen? Was sind die wichtigsten Bausteine, um die Organisation so aufzustellen, dass man sich auf diese Anforderungen einstellt? Und das ist ein bisschen kompliziertere Darstellung, aber ich muss mal gucken, ob ich die auf der nächsten Seite habe hier, wo wir dann gesagt haben, auf der unteren Achse, was ist wichtig heute, ja, an Themen, und was wird zukünftig wichtig? Und die Botschaft ist, man sieht hier so eine Achse, heute wichtig ist Sourcing Category Management oder Geschäftspartnerschaften, Lieferantenmanagement. Was viele dann aber gesagt haben, was sie für die nächsten Jahre als wichtig sehen, es waren so Themen wie Strategiekultur.
Was ist die Rolle des Einkaufs in der neuen Welt? Wie muss ich mich auf Veränderungen einstellen? Wie bringe ich die Digitalisierung in die Teams rein? Sourcing Category Management als Cornerstone bleibt natürlich bestehen, aber auch so Themen wie Analytics oder Zusammenarbeit zur Innovation, das wurde von vielen so als das Thema der Zukunft angesehen. Auch hier wieder Risikomanagement unter ferner Liefen. Und das wird sich in der Zwischenzeit sicher auch wieder geändert haben. Aber ich glaube, das ist ganz spannend, auch nochmal deutlich zu machen, was sind die Bausteine, die von den Einkäufern und Einkaufsleitern als wichtig eingeschätzt worden sind. Das war, wie gesagt, die Welt vor Covid. Man schon gesehen hat, okay, wir müssen uns irgendwie einstellen auf eine sich verändernde Welt. Es gab ja auch die ganzen geostrategischen Entwicklungen, die auch früher schon die Supply Chain kompliziert gemacht haben. Und jetzt ist man natürlich in der Situation, dass man sich auf Covid einstellen musste. Hier vielleicht auch ein kurzer Überblick, was aus unserer Sicht die Kunden bewegt hat und was wir natürlich auch in unseren Projekten erleben. Zum einen sicherlich auch ein sehr heterogenes Bild. Das heißt, es gibt nicht den Einkauf, sondern der eine muss mit einer Boom-Situation zurechtkommen, der andere ist fast in der Restrukturierung, nicht? Also Branchen sind sehr unterschiedlich von der ganzen Konstellation betroffen. Das hat sich auch gezeigt. Wer erwartet Umsatzzuwachs, wer erwartet rückläufige Umsätze? Also insofern ganz, ganz unterschiedliches Bild. Das Zweite, was man feststellen konnte, ist dann die Frage Lieferengpässe. Das war natürlich kurzfristig das, was am Anfang von Covid viele bewegt hat und was für mich in diesem Zusammenhang steht zum Thema Risikomanagement. Also es ging praktisch um die Frage, wie wichtig sind Engpässe der Lieferkette. Das hat viele bewegt, weil es dann die Shutdowns gab, weil es die Frage gab, wie reagiere ich kurzfristig darauf. Es gab natürlich dann auch die Aussicht, dass das so bleiben wird und in vielerlei Hinsicht ist das durchaus richtig. Ich habe heute immer noch finanziell angeschlagene Lieferanten und sicher in Summe eine größere Unsicherheit in der Lieferantenkette, in der Lieferkette. Und insofern bewegt das, glaube ich, den Einkauf heute sehr viel mehr und ist ein sehr vorherrschendes Thema geworden und gewesen. Also die kurzfristigen Probleme, Versorgungsprobleme zu lösen, aber auch die Supply Chain in Summe sicherer zu machen. Und wie man eben hier sieht, war fast kein Unternehmen, ob es ihm jetzt gut ging oder ob es ihm schlecht ging, eigentlich unangetastet von dieser ganzen Engpass-Situation. Was haben die Unternehmen gemacht? Das haben wir dann auch gefragt und zum Teil, wie gesagt, repräsentiert das ja dann auch das, was man in Projekten dann gemeinsam angeht. Wir haben gesagt, es gibt drei Schwerpunkte. Es gibt das Thema Liquiditätssicherung, es gibt das Thema allgemeine Widerstandsfähigkeit, des Unternehmens sicherstellen und den Laden aufrechtzuerhalten, also die Supply Chain sicher zu halten oder reaktionsfähig zu halten. Und es ist so gewesen, dass die Unternehmen uns dann nach dem ganzen Maßnahmenstrauß eben auch bestätigt haben, jawohl, in all den Themen sind wir aktiv unterwegs. Also das Thema Liquidität war für viele ein vorherrschendes Thema, dass man also Liquiditätsplanung betrieben hat, sich die Frage gestellt hat, wie können wir Richtung Working Capital etwas machen. Es gab andere, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie gehe ich mit Kostenmanagement um, mit Kostenrisiken. Und es gibt natürlich eben, wie gesagt, andere, die sehr systematisch geschaut haben, wo habe ich gefährdete Lieferanten in meiner Lieferkette, wo habe ich Standorte der Lieferanten, die nicht liefern können aufgrund eines Shutdown. Das sind dann entsprechend natürlich die Dinge gewesen, die viele Unternehmen bewegt haben. Was interessant und relevant ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, es gab eben leider auch kein Patentrezept, was es auch immer noch nicht gibt. Also die Lage ist sehr dynamisch, das erleben wir wieder. Ich sage ganz ehrlich, ich bin aus der Nähe von München zu Ihnen gekommen. München ist wieder Risikogebiet. Das heißt, da verändern sich wieder Dinge, was die Liefersituation und Ähnliches angeht. Das heißt, die Unsicherheit begleitet im Grunde genommen alle Unternehmen. Und das Problem ist, dass ich deshalb auch nicht so richtig den Knoten durchschlagen kann und sagen kann, so geht es morgen weiter. Sondern dieses kurzfristige Reagieren, die Frage, wie gehe ich damit um, welche Probleme muss ich heute lösen oder morgen, das wird, glaube ich, alle Beteiligten begleiten.
Deswegen dieses Thema, wie arbeite ich remote trotzdem eng zusammen, wie bin ich agil als Team, wie reagiere ich schnell. Das sind einfach Themen, die sich jetzt ja schon so ein bisschen einspielen und, glaube ich, auch den Einkauf weiter begleiten. Wenn man mal den Blick dann nach vorne richtet aus dieser Covid-Situation, was wir dann zu dem Zeitpunkt auch schon mal gemacht haben, dann stellte sich eben auch die Frage, wie geht man jetzt damit um, was hat man gelernt? Und auch das wieder mehr Blick sozusagen aus dem Markt, nicht was wir jetzt so für richtig halten, wobei sich das mit meinem Empfinden auch ganz gut deckt. Aber was eben dann unsere Befragten zurückgespielt haben, war wirklich der Punkt zu sagen, wir müssen uns und wollen uns besser darauf einstellen, wie wir mit Krisen umgehen. Das heißt, ich habe irgendeinen Nachfrageschock, ein Lieferant bricht zusammen, ich muss in irgendeiner Form vor allen Dingen natürlich die Lieferkette flicken oder ich muss mich auch finanziell so aufstellen, dass ich reagieren kann. Das war also für viele so ein Thema, dass man sagt, vielleicht habe ich auch so ein Risikohandbuch in der Tasche, mit dem ich dann entsprechend auch direkt ausgerüstet bin. Das Zweite, was viele natürlich aktuell beschäftigt, ist, dass sie die Lieferkettenstruktur anpassen. Es gibt ja immer die Rede von der langen Supply Chain, was den Seetransport dann insbesondere beinhaltet. Heute sind die Seefrachtraten oder zumindest die Auslastung deutlich nach unten gegangen. Zwischendurch gab es dort überhaupt keine Transporte mehr. Das hat viele zum Umdenken geführt, wo man gesagt hat, wir müssen uns vielleicht doch etwas breiter aufstellen. Wir müssen uns lokale Second Sources schaffen, vielleicht in der Region, in Europa zumindest, stärker die Lieferantenbasis ausbauen. Das hat durchaus einige Zulieferer auch positiv, glaube ich, getroffen. Und das andere ist eben, dass man sich vielleicht auch in Bezug auf, sagen wir mal, Bevorratung, Tracking am Ende auch der ganzen Lieferkette sich einfach noch mehr Gedanken gemacht hat. Gerade das Thema Tracking, Transparenz, wo ist die Ware, wo sind die Dienstleistungen, was ist der Lieferfortschritt bei einem strategischen Lieferanten. Ich glaube, in der Situation hat man auch in das Thema investiert, in das Thema Real-Time-Risk-Management möglicherweise auch. Gab dann sicherlich auch Unternehmen, die versucht haben, diese Dinge auch stärker zu vernetzen, also sagen wir mal, stärker abzuleiten, was für einen Bedarf habe ich denn eigentlich, der sich ergibt und wie weit ist der von aktuellen Entwicklungen betroffen. Das waren also, wie gesagt, Dinge, die glaube ich, viele sich angeschaut haben. Und das andere ist natürlich, dass man letzten Endes auch mit vielen Partnern enger zusammengerückt ist. Man steckte ja dann doch irgendwie gemeinsam in der Krise. Man hat sicherlich einerseits den Kostendruck, die Liquiditätsprobleme, aber gerade die komplexe Supply Chain lässt sich dann auch nur mit strategischen Partnern gemeinsam managen. Das heißt, wie geht man das an? Wie organisiere ich das Ganze? Und da ist das Thema End-to-End jenseits des reinen Category Management und Kostenmanagement sicherlich auch wieder stärker in den Blick gerückt. Versorgungskontinuität, ich habe es schon angesprochen, das kam dazu. Operating Model Veränderung, das betrifft Randbereiche, würde ich sagen. Sicher haben manche sich die Frage gestellt, muss ich sowas zentraler steuern? Wie gehe ich damit um, wenn ich an 10 Standorten ein Risiko habe? Lohnt es sich dann, dass 10 verschiedene Einkäufer beim gleichen Lieferanten anrufen? Oder ist es more powerful, wenn ich da als Unternehmen, als Gruppe vielleicht eine Antwort finde? Das sind natürlich Fragen, die dann auch in so einem Moment für viele dann wieder eine Rolle spielen. Das, wie gesagt, einfach mal der Impact von Covid, wenn man so möchte. Unbelastet oder unangetastet hat das hier fast keinen gelassen, also keine Veränderung, wenig Veränderung. Planen jetzt aus dieser Erfahrung heraus fast niemand. Also insofern bleibt die Welt weiter spannend für den Einkauf, wird sich weiter verändern. Hier gibt es 2 Beispiele jetzt, da will ich nicht sehr, sehr intensiv drauf eingehen, aber was viele natürlich dann gemacht haben, ist, dass sie sich eine Taskforce etabliert haben, um eben mit der kurzfristigen Problematik umzugehen oder andererseits gerade den Prozess, wie qualifiziere ich Lieferanten, wie bin ich da stärker systematisch unterwegs, um auch meine Lieferantenkategorierisiken systematisch zu lösen, dass man diesen Prozess also sehr stark nach vorne gebracht hat. Wenn man jetzt mal so aus dieser Blickrichtung zurück, wie war es in der guten alten Zeit vor Corona, was sind die Krisen, was sind die Probleme, die wir jetzt haben und wie geht es nach vorne? Wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen abrundet, was sind die Erfolgsfaktoren der Transformation? Dann glaube ich,
ist eine Erfolgskonstante wirklich das Thema Führung. Das war es vorher schon. Digitalisierung ist wichtig, aber ich muss wissen, wo ich hin will. Was sich auch rausschält als neues Arbeitsparadigma ist natürlich dieses Thema Remote Collaboration. Also wir alle arbeiten wahrscheinlich jetzt mit Teams und mit Google und mit Zoom und mit Skype und mit BlueJeans und was es alles gibt. Und als Berater arbeitet man mit all dem. Das ist dann immer sehr interessant, wenn Kunden immer wieder eine andere Plattform haben. Aber das ist einfach ein Thema, was sich, glaube ich, mittlerweile etabliert hat. Und am Ende stellt sich natürlich auch die Frage, welche Risiken bleiben übrig fürs nächste Jahr aus der ganzen Corona-Situation. Wir haben eben auch die Frage gestellt, welche Faktoren sind denn wichtig für den Erfolg einer Transformation im Einkauf? Was ist das, was aus Sicht der Einkaufsmanager, die wir befragt haben, der 180 in USA, Europa, was ist wichtig, um entsprechend zum Erfolg zu kommen? Und da gibt es natürlich viele Dinge, die man sich vorstellen kann. Ich mache mir einen guten Plan, ich habe Fakten, ich bin hartnäckig, ich nehme das Team mit, ich bin schnell. Also in dem Sinne kann man sich da eine ganze Menge vorstellen. Und wir haben diese Dinge versucht, ganz bewusst mal anzusprechen. Und das Feedback fand ich eben sehr interessant, dass gesagt wurde, aus unserer Sicht ist der Erfolgsfaktor Führungsstärke. Das heißt, die Organisation mitzunehmen, ein klares Bild zu entwickeln, wo soll es hingehen. Das Thema Zusammenarbeit, also wirklich auch diese Rivalität vielleicht, die es gibt, auch abzubauen, wirklich als Team gemeinsam sich dem Thema Transformation anzunehmen, also Zusammenarbeit im Einkauf, aber auch mit den Bedarfsträgern. Und das Thema Agilität, also schnell zu reagieren. Die Transformation funktioniert nicht immer so, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat, in Covid-Zeiten sowieso nicht. Und dort also auch reaktionsfähig zu sein, auf Challenges zu reagieren und nicht zu stur an einem Plan festzuhalten, das war auch interessant, wurde von vielen als Erfolgsfaktor gesehen. Und dann gibt es natürlich die Wegbereiter, wenn man so will. Es ist analytisch faktenbasiert, es ist nicht einfach aus einer Emotion heraus oder aus einem Belief heraus definiert. Man muss hartnäckig sein und das Thema digitale Fähigkeiten gehört auch dazu. Aber es ist, das will ich an der Stelle eben doch mal sagen, nicht der entscheidende Punkt aus Sicht der Einkaufsleiter, wenn es darum geht, eine Veränderung erfolgreich zu machen. Ist ein Hebel, ein wichtiger, aber es ist einer. Ja. Das andere, was man jetzt in puncto Risiken sich nochmal vor Augen führen kann, ist natürlich das Thema Working Capital, Liquidität. Und das ist sicherlich auch etwas, was viele bewegt, aus der wirtschaftlichen Situation heraus. Einige sind unter Druck, andere müssen trotzdem, selbst wenn es ihnen gut geht, das Working Capital managen. Insofern ist das Thema einfach viel höher auf die Tagesordnung gerückt für viele Unternehmen, hat eine hohe Priorität, Zahlungsziele gestalten, letzten Endes auch mit der Frage umgehen, wie will ich Zahlungsziele verlängern, wenn gleichzeitig meine Lieferanten wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Das passt im Zweifel auch nicht zusammen. Vielleicht finde ich Lösungen über Supply Chain Financing, da trotzdem irgendwie einen sinnvollen Weg zu finden. Und das wird sicherlich viele begleiten, auch im Zusammenhang vielleicht auch mit der Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Lieferanten. Das heißt, ein Lieferantenrisiko ist heute nicht mehr nur ein reines Versorgungsrisiko, sondern wird auch im nächsten Jahr auch ein finanzielles leider sein. Und ein Aspekt, den möchte ich noch aufgreifen als Abschluss. Wir machen also auch eine Studie jedes Jahr zum Thema Rohstoffpreisentwicklung und Challenges im Rohstoffbereich. Und eine Frage, die wir jedes Jahr stellen an die Teilnehmer ist, wie denken Sie denn, werden sich die Preise entwickeln? Und man sieht also hier Anzahl der Teilnehmer, die steigende Rohstoffpreise erwarten. 2015 haben 2/3 der Teilnehmer gesagt, die Rohstoffpreise gehen nach oben. 2016 haben 3/4 das Gefühl gehabt. 2018 waren es über 80%. Und in der aktuellen Situation, wo die Rohstoffpreise das absolute Lowest Level sozusagen erreicht haben, da hat auch die Frage, glauben Sie denn an steigende Preise, auch das Lowest Level erreicht? Und das, glaube ich, ist für uns wahrscheinlich schon ein Signal, wenn man sich überlegt, irgendwann gibt es nächstes Jahr einen Impfstoff, was wird das unter Umständen für den Einkauf bedeuten? Also insofern, glaube ich, auch interessant,
doch über die aktuelle Situation nochmal hinauszudenken, vielleicht bis Mitte nächsten Jahres, wo werden wir da stehen? Und ich denke, das wird weiterhin eine interessante, aufregende Zeit bleiben, teilweise stressig, aber sicher auch spannend, und da wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg dabei. So, soweit erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen. Herr Dr. Bennett, vielen Dank für den Vortrag. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage aus dem Publikum da ist. Sonst brennt mir etwas unter den Nägeln, einfach auch aus einer vielleicht wissenschaftlichen Perspektive so ein wenig. Wie sehen Sie denn, dass sich Strukturen im Einkauf, Sie haben ja auf einige Punkte auch da schon Bezug genommen, Strukturen im Einkauf verändern werden über Covid-19, was sicherlich im Moment ein pressierendes Thema ist, hinaus? Ja? Also ich denke mal, was wir sehr stark beobachten, ist wirklich, dass sich dieser Way of Working sehr stark verändert. Mhm. Nicht? Also man nimmt aus, das erleben wir, sagen wir mal, wie unsere Mitarbeiter letzten Endes mit dem Thema umgehen, wie sie arbeiten, wie am Ende auch eine Organisation in so einer Remote-Kultur auch mit Lieferanten weiter erfolgreich arbeiten kann und muss. Ja? Das, glaube ich, das prägt im Moment die Arbeitswelt extrem, und das wird auch sozusagen Einflüsse haben darauf, wie man sich organisatorisch aufstellt. Also es hat sicherlich mit der Bedeutung von Homeoffice zu tun, aber wenn man dann sagt, naja gut, die Leute, die kriegen auch remote schon relativ viel hin, und auch bestimmte Formen der Interaktion mit Lieferanten, die werden jetzt irgendwo zwangsläufig digitalisiert, dann führt das sicherlich auch dazu, dass man sich vielleicht auch mal eher noch zutraut, ich sag mal so standortunabhängig gewisse Warengruppen, gewisse Lieferanten systematisch zu managen. Ja? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite will man natürlich auch Teamkultur schaffen, das erleben wir auch, nicht? Man möchte am Ende auch zusammenkommen. Und das wird sicherlich so das sein, was, glaube ich, die Organisation zukünftig immer noch sehr beschäftigen wird. Das setzt ja sicherlich ganz hohe Veränderungen oder Voraussetzungen auch an Führung im Einkauf voraus, aber auch ans Geführtwerden. Ja? Also was heißt das für Einkaufsleiter, was heißt das aber auch für Einkaufsmitarbeiter in Zukunft aus Ihrer Sicht? Ja, wie gesagt, also man muss ganz ehrlich sagen, im Tagesgeschäft ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir aktuell erleben, wie komme ich überhaupt zusammen? Wie arbeite ich zusammen? Wie kann ich Arbeitsformen entwickeln, die effizient, effektiv sind? Das ist, glaube ich, das, was im Moment wirklich jeden bewegt. Ja? Also Videokonferenzen, manche sind natürlich auch schon wieder on-site, aber das wird sicherlich viele bewegen. Und ich glaube, am Ende auch, und da sind wir dann wieder doch bei der Digitalisierung, mit diesen Formaten, die das Ganze ermöglichen, geschickt umzugehen. Ja? Also Konferenzen, Videokonferenzen effektiv zu gestalten, Leute zu enablen, damit umzugehen, damit auch vielleicht mit Lieferanten über E-Tender, E-Auctions in Verbindung zu treten, was wir auch sehr stark sehen. Das sind Dinge, die, glaube ich, ja auch so ein bisschen die Führungsherausforderung sind, neben all den weichen Faktoren, sich schon auch damit vertraut zu machen und diese Dinge sozusagen richtig in die Organisation zu bringen. Okay, vielen Dank. Kommen wir vielleicht noch auf den ersten Teil Ihrer Studie nochmal zurück. Ja. Covid-19, wie geht der Einkauf damit um? Man hört ja immer wieder so ein paar Prognosen, wann das Thema denn endlich mal durch ist. Ja? Wie sehen Sie da die Entwicklung? Können Sie uns da, was ist so Ihre Meinung oder Ihre Prognose aus Ihrem Hause dazu? Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Impfstoffentwicklungen. Aber, Entschuldigung, die Herausforderung ist, dass selbst wenn so ein Impfstoff da ist, dass immer noch gewisse Schwierigkeiten bereiten wird, das im Tagesgeschäft umzusetzen, weil nicht jeder sofort geimpft ist. Sie können auch nicht jedem ansehen, ob er geimpft ist. Die Unsicherheit wird irgendwo bleiben. Ja, das ist einfach so. Ja. Also wird uns noch eine Weile. Also es wird uns Mitte des Jahres sicher begleiten. Aber man muss sich, glaube ich, auch darauf einstellen, dass die wirtschaftliche Aktivität sich deutlich beleben wird. Und man muss sich darauf auch irgendwo einstellen in Bezug auf die Frage, was das mit den Preisen macht. Ja.
Herr Dr. Bennett, ich bin mit meinen Fragen durch. Nutzen Sie die Chance, vielleicht einen Blick in die Zukunft des Einkaufs zu werfen. Ja, Herr Dr. Bennett steht auch noch den Tag über zur Verfügung. Ja, sprechen Sie ihn an. Ich fand es sehr spannend, den Blick mal in die Zukunft zu werfen und uns auch mal im gröberen Thema der Digitalisierung von der Tool-Frage ein wenig zu lösen. Einerseits nochmal Covid-19 sich anzuschauen, aber auch nochmal den Blick sozusagen über das Tagesgeschäft zu werfen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Herr Dr. Bennett. Wir haben uns ein wenig Vorsprung an der Schlange, glaube ich, erarbeitet zum Mittagessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit soweit. Nach dem Mittagessen geht es wieder mit spannenden Themen weiter. Wir werden uns einige die Digitalisierung von Beschaffungsprozessen im Mittelstand anschauen, aber auch mal das Thema Marketing-Einkauf und Digitalisierung uns ein wenig genauer anschauen. Ich glaube, da ist das ein oder andere spannende Thema für Sie dabei. Für diejenigen, die sich jetzt wirklich hungrig sind, hinter Ihnen befindet sich gleich die Essensaufnahmestation, ja, so möchte ich es mal nennen. Ich wünsche einen guten Appetit und hoffe, Sie nach der Mittagspause wiederzusehen. Bis dann.